Wenn du wissen möchtest, welche Bayer feiert, als Schönung zu Last of Us 2 hat, bist du ja genau richtig. Gaming mit Handicap. Das ist Nummer 1 Infoportal für Bayer Fights Gaming. Wenn man auf neues Spiel klickt, kann man die Schwierigkeitsstufe anpassen. Und wenn es jetzt mal sehr leicht, das Coole ist, dass man jetzt weitere Optionen hat. Also dann endgültiger Tod, automatischer Waffenwechsel, Kamerahilfe, dann Wahrnehmungsanzeigen, der Ziel anvisieren, also der Zielhilfe. Und dann kann Zielen und Blicken umkehren. So, als erstes kommen wir zu den Steuerungseinstellungen. Da gibt es Steuerung anzeigen. Ja, wie der Name sagt, kann man dann sehen, was halt was macht, also welche Taste. Kann man einfach Leertaste drücken, kommt man die Möglichkeit, sie umzustellen. Dann kann man den Controller Ausrichtung ändern. Also da kannst du zum Beispiel so verdrehen. Dann kann den linken und rechten Stick umkehren. Und hier kann man dann halt die Tasten einstellen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass man so viel einstellen kann. Vor allem an dem Controller. Das kann ich eigentlich nur von Tastaturen. Man kann das Schulterwechsel merken. Das kann man ja wechseln nach links und rechts. Und das Coole ist, man kann es ja halt machen, dass es so bleibt, wie man es eingestellt hat. Standard müsste links sein. Dann gibt es den Laut. Im Lausmodus kann man einstellen, dass man den ein- und ausschalten kann oder die Taste gedrückt halten. Dann kann man den Blickempfindlichkeit und das Zielen einstellen. Es geht von 1 bis 10. Dann den Blick umkehren, zielen, blicken, Blick gespiegelt, zielen, gespiegelt. So, hier unten ist dann, wie schon, wenn man auf neues Spiel klickt, kann man hier wieder Kamerahilfe, Zielhilfe einstellen, an- und ausschalten. Außerdem kann ich einstellen, wie stark. Als nächstes kommen wir zum HUD. Und das finde ich auch richtig geil, dass man so viele Einstellungen hat, um das zu ändern. Kann ich einfach alles an- und ausschalten. Das heißt Waffen- und Munitionsanzeige. Gesundheitsleiste. Sollte man aber lieber aktivieren, damit man auch weiß, wie knapp man vom Tod ist. Und vielleicht dann ein bisschen zurückbleiben sollte und nicht vorgehen. So, dann kann man sich hier Tipps anzeigen lassen, manchmal, häufig. Dann Fundmitteilungen. Dann gibt es die ausweichende Aufforderung. Kann man wieder auf häufig und auf manchmal stellen. Finde ich auch gut, weil dann weiß man halt, wie man, wann man ausweichen soll. Weil manchmal drückt nicht die Taste zum Beispiel einfach zu spät oder zu früh und so, weißt du halt, wann du das machen sollst. Dann gibt es das Gleiche mit Gegner, aber die Option finde ich irgendwie unnötig, weil bei den meisten Spielen ist das halt so, dass wenn du hinter einem Gegner bist, kommt dann ein Zeichen, dass du den greifen kannst. So, dann Fundaufforderung. Das gehört man auch, dass man halt so. Wenn es gezeigt bekommen, aber es liegt, dass man es mit Dreieck aufsammeln kann. Ja, hier interagieren ist dann bei Türen, dann Sammelobjektverfolgung. So, dann kommen wir mal zu den Untertiteln. Das ist auch geil, es gibt nämlich Untertitel und Story-Dialog, Story- und Kampf-Dialog und aus. So, dann kann man hier die Größe einstellen, von klein bis sehr groß. So, dann kann man Hintergrund anpassen. Standard, aus, verdunkelt, ich brauche es in der Regel nicht, so wie von Namen. Finde ich auch wichtig, dass man auch weiß, wer da redet. Ja, finde ich auch cool, dass man hier dann einstellen kann, dass jeder Charakter eine eigene Farbe hat. Ah, okay, hier kann man auch Richtung aktivieren, dass man weiß, von wo jemand redet. So, dann kann man hier die Textfarbe nur einstellen. Auf weiß, gelb, blau, rot, grün. Ich glaube, das sind auch die ganzen, farbblinden Sachen. So, dann kommen wir zur Anzeige. Und nein, hier wird niemand verklagt. So, dann kann die Helligkeit einstellen. Ist auch cool, dass man das für das HUD ändern kann. Wobei ich sie nicht empfehlen würde, als runterzustellen, weil das sieht man halt noch schlechter dann. Okay, das stelle ich auch ganz schnell wieder in die Mitte. So, da kann größer der Sicherheitszone einstellen. Das hat eigentlich jetzt nicht mehr mit Barrierefrei zu tun. So, auf jeden Fall wisst ihr noch für Leute mit Epilepsie. Na, wichtig ist, man kann die Kamerastützung ausschalten. Oder auch die Bewegungsunschärfe. Ich muss sagen, ich habe zwar keine Epilepsie, aber die Bewegungsunschärfe muss ich auch ausmachen. Ich fand das einfach zu viel irgendwie. So, dann Audio. Da kann ich Effekte, Dialog, Musik, Filmsequenz, Barrierefreiheit, Audiohinweise und Sprachausgabe einstellen. Und ich glaube, die Einstellung da unten ist eigentlich egal, ob man Stereo oder so hat. Kommen wir zur Sprache. Da kann man Text, Untertitel, die Sprachausgabe und Übersetzungsaufforderung einstellen. Und jetzt das Coolste ist halt der Barrierefreiheit. Kategorie. Und wie ich schon beim letzten Video gesagt habe, das von Assassin's Creed Valhalla, da wäre es cool, wenn man alle Einstellungen zur Barrierefreiheit in einem Thema findet. Das Coole ist selbst die Einstellung von Untertiteln und so. Die man da findet, findet man hier auch wieder. Ist eigentlich noch besser, weil für Leute, die keine Bindung haben, müssen nicht so weit suchen. Die gehen einfach Untertitel.
Aber wenn man jetzt das braucht, weil man gehörlos ist, schon geil, wenn man das dann hier nochmal geordnet hat. Macht das Ganze halt leichter, weil man geht. So, dann kommen wir jetzt mal zur ersten Kategorie. Und zwar alternative Steuerung. Bei unter alternative Steuerung findet man eine Steuerung anpassen wieder. Das kennen wir ja von eben schon. So, auf jeden Fall kann man auch die Bootsteuerung einstellen. Standard, alternativ, Bewegung an Seilen, Leitern. Und hier Durchfahrtsdauer, wichtige Zahlenanschlag. Tippen, horizontal, vertikal. Da ist jetzt das Touchpad nicht bedienen kann, mit Tastatur und Maus spiele wäre Replay. Möchte auf jeden Fall in die Videobeschreibung packen, wenn das interessiert, wie ich mit Maus und Tastatur meine PlayStation 4 spiele. Ist auf jeden Fall stolz an Tippen und das war dann perfekt eigentlich. Weil ich dachte am Anfang schon, scheiße, wie soll ich jetzt die Gitarre im Spiel benutzen? Und da kann man hier einfach die Leertaste abschließen in dem Fall. Weil halt die X-Taste ist einfacher als selbst Touchpad oder zu wischen. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie man es dann jetzt erst dazu hinbekommt, im Wischen. So, Nahkampf beim Ziel. Na, dann hier kommen die Wischdings an, wie ich finde. So, und zwar kann man hier einstellen, was passiert, wenn man eine Taste wiederholt schnell drücken soll. Kann man von anzippen dann auf gedrückt einstellen, was auf jeden Fall richtig gut ist. Weil ich könnte die Tasten meistens nicht so schnell drücken. Geht bestimmt vielen anderen auch so. So, dann Nahkampf-Kombos. Ist genauso, statt zippen, kann man dann einfach gedrückt. Dann kann man Zielmodus umschalten. Gedrückt halten beim Zielen wird es für mich jetzt auch schwierig. Deswegen ist es gut, dass ich einmal rechtsklick drücken kann und dann mit einer Sniper zum Beispiel erzielen kann. So, dann sprinten, also Rennen umschalten, dass man es nicht gedrückt halten muss. Fertigung, also wenn man irgendwas herstellt, dass man auch eine Taste drücken muss einmal, nicht gedrückt halten. Das gleiche beim Rucksack, Waffenwechsel, beim Bogenschießen kann man zippen und gedrückt halten. Das ist dann halt so wie der Zielmodus. Nur hier würde ich zippen nehmen, weil gedrückt halten muss man gedrückt halten, dann ja loslassen zum Schießen, aber das kann ich nicht so gut beim Zielen. Deswegen ist es gut, dass man es auf Zippen stellen kann. So, dann auch zum Anhalten-Modus. Ich wüsste gerade als Sniper oder so was, dass man halt auch besser treffen kann. Ja, dann kann Außenmodus an und ausschalten. Das ist auch cool, weil dann da werden die Gegner halt so markiert. So, und diese kennen wir ja schon, also die ersten hier. So, dabei gibt es nämlich noch mehr. Anvisieren beim Bogenwurf. Ja, das ist auch cool, weil wenn man Steine hat, damit so zielt, ja. Wird halt direkt der Gegner anvisiert. Kann ich die Stärke davon nur einstellen. Dann ist auch gut für eine automatische Waffenwechsel. Weil wenn die Munition leer ist, wie ich manchmal rüber gewechselt hätte, ist schon das Spiel vorbei. Deswegen, also da ist man schon tot, meine ich. So, dann Waffen automatisch aufheben, ist auch gut. Dass man einfach läuft oder Munition so einfach aufsammelt. So, dann kommen wir zur Vergrößerung und der visuellen Hilfe. Da kann ich nämlich hier eine HUD einstellen. Skalierung, Hintergrund, Farbe, Farben, Fehlsichtigkeit-Modus gibt es dann hier noch. Also Farbenblind-Modus. Ah, das ist auch gut mit Aufblitzen. Ich glaube, das ist wieder bei Philips sehr gut, wenn man es da ausstellen kann, so blinkende Sachen. So, da ein Problem mit Gucknacht gibt es ja noch. Also eine Möglichkeit kontrastreiche Anzeige. Das heißt ja bestimmt, dass dann halt mehr vom Hintergrund absetzen, sag ich mal. So, dann gibt es Bildschirmlupe. Man kann einen Touchpad steuern, kann ich sehr sehen. So, Übersetzungsaufforderung hat man auch bei ihm. Jetzt Spielübelkeit, kann man die Kameraschützerung einstellen, der Bewegungsunschärfe, Kameraentfernung, Sichtfeld. Hier gibt es den Dolly Zoom Effekt, er schaltet Momente ein oder aus, wenn die Kamera nach hinten bewegt und gleichzeitig Zoom. Achso, ja, das ist dann wahrscheinlich auch wieder mit Epilepsie so. Das soll einen desorientieren. Ja, ich glaube, das ist dann nicht so geil. Da kann man hier noch Vollbildeffekte, dauerhafter Mittelpunkt. So, dann, jetzt kommen noch ein paar coole Sachen noch. Für mich Navigation und Überquerung. So, zum Beispiel Navigationshilfe. Wenn ich nicht weiß, wo man hin soll, kann man das hier aktivieren. Aber ich muss sagen, ich brauche jetzt nicht so riesen Pfeile, das wäre. Hab ich bei mir wieder ausgemacht. Ich finde es mir schade, dass man die Größe nicht einsteckt. Weil die Pfeile, wie man sie auf dem Beispiel sieht, ich finde es halt viel zu groß. Sonst würde es besser finden, wenn es irgendwie den Ecken wäre. Oben, links, rechts, unten vielleicht. Nicht in der Mitte. Aber Querungshilfe, das ist cool, aber manchmal muss man durch so Stellen gehen, was halt ziemlich schmal ist. Und das kann man dann hier einfach machen. Also man läuft einfach ganz normal da rein und dann macht es automatisch. Weil eigentlich müsste man eine Taste dafür drücken. So, Vorsprungsschutz, das ist cooler, dass man hier mit Audiosignal und Vibration gewarnt wird. Wenn zum Beispiel ein Clipper kommt, dass man dann nicht aus der Seite runterläuft. Ich glaube, es ist vor allem gut, wenn man blind ist. Naja, das Spiel kann man nämlich aus Blinder spielen. Was auch nicht so krass finde. Also ich kenne es bis jetzt von keinem Spiel eigentlich. Verbesserter Lausmodus. Da kann man nämlich auswählen, was man dann angezeigt
haben will, ob Gegner oder Gegenstände, dann kann ich die Reichweite und die Zeit davon einstellen. Dann wird es auch cool und endlich der Atem. Wenn man nicht schnell genug ist unter Wasser, kann man die einfach das aktivieren, dann kann man so lange unter Wasser sein, wie man will. Man muss da nicht stressen. Dann Rätseloptionen bei Springen wird es auch wichtig, wird bei ziemlich vielen Spielen, weil manchmal weiß man nicht, was man tun soll. Und wenn man das Spiel dann nicht beenden kann und deswegen ist das echt scheiße dann. Das ist Spaßgabe, Audiohinweis. Das ist nämlich das, was meint für Blinde auch. Oder auch für Leute, die. Oder für Leute mit Leser-Rechtschreibschwäche. Da kann man ja das für Überquerung, Kämpfe und sogar Vibrationshinweise für Kämpfe. Das ist dann vor allem für Blinde wieder. Obwohl eigentlich für beides. Leser-Rechtschreibschwäche auch. Da jetzt gleich gibt es bei Gitarren Vibrationshinweise. Jetzt gleich gibt es bei den Gitarren. Da kann man noch Audio-Lautstärke einstellen. Kennen wir eigentlich auch schon von vorhin. Und hier sowas mit dem Gloster. Das ist wieder für so Sachen. Ah, okay, das ist ja cool, dass man hier das dann bekommt, was man drücken soll. Warte mal, Steuerung. Achso, lol, wenn du an die falsche Taste drückst, dann sagt er dir, dass wenn ich jetzt richtig verstehe, dass du halt ja das andere jetzt brauchst. Ah, lol, cool, man bekommt ja hier so ein Beispiel abgespielt, wusste ich gar nicht. Da hört man das mal. Neu. Okay, auf jeden Fall cool, dass das verschiedene Töne hat. Ich lese jetzt hier aber nicht alles vor, weil ich muss sagen, im letzten Video es war zu viel. Ich gehe hier einmal durch. Ich glaube, das sollte so aus, als da kann ich Video pausieren, notfalls. Ja, dann tun wir aus meiner Zeitlupe. Natürlich seine Geschwindigkeit runtersetzt. Weil bis jetzt hier fertig wäre mit Lesen, wenn wir am Morgen früh noch nicht fertig. So, das, was mich hier noch zum Schluss, was mir noch zum Fluss, Lust, alles klar, zum Fluss hat mir gefallen. Zum Schluss hat es mir noch, alles klar, in den letzten 30 Sekunden kratzt ab oder aus. So, und dann kommen wir mal zu dieser, die mir auch gefallen haben. Das war Kampfbarrierefreiheit. Das wird das höchste Geld, das man hier einstellen kann, dass die Geiseln halt nicht entkommen können. Weil so, die können es eigentlich auch immer rausreißen aus dem Arm und dann einen angreifen. Wird es cool, dass man es dann hier ausstellen kann. Dann, dass die Verbündeten von einem nicht angegriffen werden. Ich glaube, es jetzt auch wieder geile finde, dass man Gegner flankieren nicht einstellen kann. Das heißt, dass die nicht ja, versuchen, von hinten zu kommen, weil ich habe manchmal das Problem, dass Gegner von vorne links, rechts, hinten, ist mir einfach zu viel. Vor allem kann man sich nicht schnell umdrehen auf der Konsole. Da macht es ja Sinn, dass man es einstellen kann. Da kann man einstellen, dass der Gegner einen weniger wahrnehmen und hier, dass die ja länger brauchen. Denke ich mal jetzt mit Genauigkeit. Da verbessert das Ausweichen. Das wird es auch nicht egal. Manchmal habe ich das Problem. Spielen ist einfach. Manchmal geht es ausweichen, manchmal nicht. Fühlt es cool, dass man es hier verbessern kann mit einer Einstellung. Dann fühlt es auch cool, dass man, wenn man am Boden liegt, also Bauchlage, dass man ja nicht entdeckt wird. Oder halt, dass man nach einer Zeit doch entdeckt wird oder halt ganz aus. Ich finde es mir unbegrenzt cool, vor allem wenn Zombies da sind. So, dann Waffenabweichung kann einstellen, dass die Kamera das schwenkt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das helfen kann. Obwohl, wenn jemand eine Spastik hat, da könnte es vielleicht helfen, weil man da halt nicht so genau Bewegung machen kann. Wahrscheinlich ist das dafür gedacht. So, als letzter Einstellung gibt es ja noch die Zeitlupe. Das wird das Geilste in der Situation. Zu schnell ist einfach ein Touchpad und dann nichts wissen kann. Ja, oder bei mir, ich baue jetzt eine andere jetzt aus. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass man die Möglichkeit hat, das Spiel langsamer zu machen. So, das würde ich sagen, wenn das Video gefallen hat, dann würde uns da einen Daumen nach oben, ein Abo freuen oder auch einen Kommentar und aktiviert vor allem die Glocke, damit ich da benachrichtigt werde. Auch wenn man das manchmal trotzdem nicht spielt. So, wir verhauen rein, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.